geschüttelt hat mich, dass ein Bekannter von mir gesagt hat, er hat sich die Kandidaten angeguckt, er wird nicht wählen, ist nichts für ihn dabei. Das halte ich für grundfalsch. Auch wenn jetzt die einzelnen Personen im politischen Raum nicht überzeugen, trifft das, glaube ich, die Gesamtheit der engagierten Politiker nicht. Zum Zweiten gibt es natürlich eine Programmatik, die ja auch eine Rolle spielt und die nicht unwichtig ist für das, wie unser Land auch weiter regiert wird. Und ich bitte Sie eindringlich, gehen Sie zur Wahl. Gerührt hat mich die Verabschiedung von Propst Hagbeil aus seinem Amt als Propst von Stendal-Magdeburg. Und es war zu spüren, zum einen, dass ein segensreiches Wirken am Ende eines Berufslebens steht, aber auch, dass es eine Menge von ökumenischen Kontakten gibt. Und das finde ich anrührend, wenn andere Geschwister in anderen Kirchen mit für uns beten, unsere Wege begleiten, unsere Strukturveränderungen, unsere Sorgen, die ja auch teilweise ihre Sorgen sind unter Corona. Und es hat mich sehr angerührt. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.